Okay, warte. Ich muss noch ein Intro aufnehmen. Meine Haare sehen furchtbar aus. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay. Tür zu. Die Tür muss. Gummo. Willkommen zurück bei Freigang für Laura. Es soll ein wöchentliches Fußball-News-Format sein. Ich mache es gerade irgendwie nur alle 2 Wochen. I'm doing my best, I swear. Diesmal habe ich eine gute Erklärung. Ich gehe da auch im Video noch ein bisschen drauf ein. Für diese Folge eine Content-Warnung. Wir reden über sexuellen Missbrauch. Wir reden über richtig disgusting Shit. Es wird tatsächlich auch beschrieben, was passiert ist. Wenn das für euch ein sensibles Thema ist, dann skippt gerne die Folge. That's no problem for me. Ich wollte nur trotzdem unbedingt darüber reden, weil es ist echt eine krasse Sache, was in den USA gerade im Frauenfußball passiert. Und ich finde, da ist eine Berichterstattung drüber auch gerechtfertigt. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und let's go! Und damit gehen wir rein in die neueste Folge Freigang für Laura. Letzte Woche gab es keine Folge, das lag daran, dass mein Twitch-Kanal gesperrt war. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich hatte Bundesliga geschaut und Sky Mexiko fand das nicht so cool. Aber diese Woche sind wir wieder da und es gibt viel, viel, viel zu besprechen. Direkt mal am Anfang. Normalerweise gehen wir da ein bisschen chronologisch durch, aber das ist ein wichtiges, wichtiges Thema. Und deswegen direkt mal an den Anfang. Gestern, am Montag, den 3.10.2022, kam ein Report raus über Missbrauchsfälle im amerikanischen Frauenfußball. Das belastet insbesondere die Trainer einiger Vereine. Wir haben hier Details zu Christy Holly, Paul Riley und Rory Daines. Das sind die drei, auf die sich der Report fokussiert hat. Es geht dabei auch um das grundsätzliche Umfeld des Vereins, das die ganzen Sachen enabled hat. Es ist ein Riesenskandal. Der Report ist allerdings jetzt nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Der wurde bereits vor einigen Monaten in Auftrag gegeben an eine Anwältin, da sich Spielerinnen ausgesprochen haben, dass ich da mal was tun muss. Also es gab bereits vor einigen Monaten einen kurzfristigen Streik der Spielerinnen, weil sie meinten, die Bedingungen, die wir hier aktuell haben, sind absolut unhaltbar und da muss sich was bewegen und dann wurde dieser Report in Auftrag gegeben. Wie gesagt, mit dem Fokus auf die drei Herren, über die es heute insbesondere gehen soll. Und natürlich auch die Manager, sportlichen Leiter, die Investoren teilweise auch in die Vereine, bei denen die angestellt waren, die damit zu tun haben und die da auch im Prinzip nur nichtstuend daneben saßen und das enabled haben. Die eine Personalie, um die es hier geht, ist Christy Holly. Ehemaliger Trainer von Sky Blue FC, das ist, glaube ich, mittlerweile Gotham FC, also New York, und Racing Louisville. Der wurde 2017 wegen einem Missbrauch entlassen. Wegen einer Beziehung mit einer Spielerin und verbalem Missbrauch von Sky Blue, wie gesagt, jetzt Gotham FC, das ist ein Team in der NWSL. Und wurde danach bei Racing Louisville direkt eingestellt. Der Verein betonte da auch in der Öffentlichkeit, man habe sich einvernehmlich getrennt, trotz der Missbrauchsvorwürfe und trotz der Beziehung zu einer Spielerin. Und anscheinend wurde es bei Louisville dann nur noch schlimmer. Hier in dem Artikel von Helene Altgeld, auf 90 Minuten heißt es: Holly bestellte während seiner Zeit bei Louisville mehrmals eine Spielerin zu sich, unter dem Vorwand, ihr Spielmaterial zu zeigen und zu analysieren. In Wirklichkeit zeigte er ihr einmal pornografischen Inhalt und masturbierte dabei. Ein anderes Mal berührte er sie an den Brüsten, wenn sie einen Fehler auf dem Video gemacht hatte. Was just the stuff that happens? Und das sind, wie gesagt, also wir gehen jetzt hier natürlich auf die most gruesome details basically ein.
Aber der Report ist 320 Seiten lang. To be fair, nur knapp 180 Seiten davon sind Inhalt, der Rest sind Appendices, also Anhänge mit Chatlogs und like E-Mails und iMessage-Sachen und so, um das natürlich alles nochmal ein bisschen beweislich zu unterlegen. Aber allein 180 Seiten von dem Scheiß sind schon zu viel. Die zweite Personalie, um die es in dem Report spezifisch ging, ist Paul Riley, der drei NWSL-Teams trainierte. Von 2015 bis 2021 gingen Beschwerden bei der Liga und dem Verband ein. Es passierte nichts. Die Vorwürfe gegen ihn wurden als, naja, passiert halt und like Boys being Boys abgetan. Riley zwang mindestens drei Spielerinnen zu einer sexuellen Beziehung mit ihm. Sein erster Verein entließ ihn nach einer internen Untersuchung. Im Statement dazu war erneut nichts davon die Rede. Die Fonz, die Portland Fonz, also der Verein, meinte letztendlich nur, like, sein Vertrag sei nicht verlängert worden. Also auch hier haben wir wieder den Fall, es ist unfassbar eklig, was dieser Mann angestellt hat. Es ist absoluter Machtmissbrauch, es ist absoluter sexueller Missbrauch. Also ich meine, da muss man jetzt nicht irgendwie drum rumreden. Das Video wird sowas von demonetarisiert werden, wenn ich das auf YouTube hochlade. Aber ich will es halt auch benennen. Beziehungsweise bei mir gibt es noch gar nichts zu demonetarisieren. Dafür brauche ich Abonnenten. Hey, da unten ist der Abo-Button für alle YouTube-ZuschauerInnen. Ja, ich liebe das. Anyway. Also auch hier wieder Cover-up, basically. Spielerinnen gezwungen, eine sexuelle Beziehung mit ihm zu führen. Entlassen worden. Niemand sagt was. Der dritte Fall ist Rory Dames, über den anscheinend auch schon früh Beschwerden eingingen. Als er noch ein Jugendteam trainierte, ich habe den Artikel jetzt honestly nicht gelesen, ich habe noch ein bisschen durch den Report durchgescrollt. Insbesondere hat mich das interessiert, hier ist die deutsche Perspektive darauf, weil Rory Dames eine lange, lange Zeit lang die Chicago Red Stars trainiert hat. Und die Chicago Red Stars haben vor kurzem eine Kooperation mit dem VfL Wolfsburg eingegangen. Was da genau die ne, Bedingungen der Kooperation sind, kann ich euch jetzt auch nicht so genau sagen. Es soll halt um sportliche Sachen gehen, ne, dass man sich halt gemeinsam irgendwie weiterbringt und so. Aber da ist es dann halt schon ein bisschen nochmal zusätzlich ein Auge drauf zu haben, was da bei den Chicago Red Stars abging. Weil der Präsident der Chicago Red Stars, der sich jetzt übrigens dann auch zu der Kooperation zwischen Wolfsburg und dem amerikanischen Verein positiv geäußert hatte, war eben auch involviert in das Cover-up von dem Abuse von Rory Dames. Beziehungsweise war da teilweise auch verantwortlich für die schlechten Bedingungen, die die Spielerinnen hatten. Also als Präsident bzw. Investor des Clubs hat er den Spielerinnen ja dann teilweise Wohnungen zur Verfügung gestellt, in denen sie wohnen können. Da gab es dann Fälle von Ratten, Schimmel an den Wänden und dass sie irgendwie 2 Stunden fahren müssen, um zum Trainingsgelände zu kommen. Das sind die Bedingungen, die er seinen Spielerinnen bietet. Und dann redet er in so einem Pressestatement, wo es dann um die Kooperation mit Wolfsburg geht, darüber, dass die beiden Vereine ähnliche Philosophien hätten. Und also, mal ganz polemisch ausgedrückt, ich will, dass der VfL Wolfsburg dazu was sagt. Ich will, ich würde mich wie zu Hause fühlen. Hey, Ratten sind Freunde, gell? Ein bisschen Schimmel tut gut. Ich will, dass der VfL Wolfsburg dazu was sagt. Also das kann ja nicht einfach so stehen bleiben. Die haben vor ein paar Wochen erst die Kooperation angekündigt, jetzt kommt dieser Report raus. Die dürfen dazu nicht still bleiben. Und wenn Alex Popp heute bei der Pressekonferenz dazu nur ein paar Worte findet, das ist auch nicht ihre Aufgabe. Sie ist eine Spielerin, sie muss den Ball kicken. Ralf Kellermann oder Marcel Schäfer, der ja mittlerweile dann auch demnächst sportlicher Leiter bei den Wolfsburg Frauen ist, die müssen sich damit beschäftigen.
Und von denen erwarte ich dann auch ein Statement, dass sie das zumindest irgendwie nicht cool finden, wenn sie schon nicht die Zusammenarbeit mit den Chicago Red Stars wenn sie da zumindest nicht die Zusammenarbeit mit den Chicago Red Stars lassen. Sowieso erschreckend, wie wenig sich Offizielle geäußert haben. Ich habe mal auf ein paar NWSL Twitter-Accounts auch geschaut. Crickets. Also da ist nichts. Komplettes Frauenfußball-Twitter ist total außer sich, weil das ist ein unfassbar ekelhafter Fall. Und dann gibt es einfach nichts von den Teams. Like, es ist honestly einfach ein bisschen schade, bringt das Ganze nicht zum Ausdruck. Es ist eine Schweinerei, dass da nichts kommt. Es ist nichts anderes als eine Schweinerei, dass da nichts kommt. Und die werden jetzt wahrscheinlich, also ich hoffe, ich bete, ich erwarte, honestly, ich erwarte, dass da in den nächsten Tagen jetzt nochmal ein bisschen ein Pressestatement zumindest zusammengeworfen wird, von wegen, wir finden Sexual Misconduct und so alles gar nicht so geil und like, wir nehmen das ernst, und dann passiert vielleicht bei einigen Vereinen trotzdem relativ wenig, um da Präventionsarbeit zu leisten. Aber dass da zumindest mal acknowledged wird, was da passiert ist. Weil das Ausmaß von dem, was hier passiert, dass Spielerinnen psychisch terrorisiert werden, dass die, in dem Report steht teilweise auch, dass die Spielerinnen während einem Auswärtsspiel im Hotel waren und der Trainer, spezifisch Rory Dames, anscheinend ein richtig unpredictable Temperament hat und dann meinte, like, Leute, ich bin sauer auf euch und ich werde jetzt jede Spielerin einzeln in ein Einzelgespräch reinholen. Ich werde euch aber nicht sagen, wann das Gespräch jeweils ist. Ich werde euch 5 Minuten vorher Bescheid sagen und wenn ihr nicht da seid, dann fliegt ihr aus dem Team raus. Also effektiv hat er dem ganzen Team an deren freien Tag Hausarrest gegeben. Und so Sachen sind halt auch nicht okay. Das kannst du nicht machen. Das wird aber toleriert auf Vereinsseite. Also, das Versagen, wie gesagt, wirklich auf allen Ebenen. Diese Strukturen, auch das betont die Untersuchung, beschränken sich nicht auf die Profiliga. Es ist ein System des Missbrauchs, das, wie Dutzende bezeugen, schon in den Jugendligen anfängt. Auch hier nochmal, das, was ich jetzt gerade genannt habe, sind Beispiele bei den Profis. Aber die Jugendteams sind davon wahrscheinlich nochmal deutlich ärger betroffen, beziehungsweise die haben nicht die Stimme, wie sie die Profisportlerinnen haben. Wenn bei denen was nicht läuft, dann schlucken die das entweder oder sie gehen. Da gibt's nichts mit, like, oh, ich gehe heute nicht aufs Feld und ich streike. Weil einerseits sind das beeinflussbare Jugendliche. Wenn du denen sagst, das muss so sein, dann nehmen die das auch teilweise einfach an. Das muss einem auch einfach bewusst sein, wenn man Jugendarbeit macht. Und das ist denen natürlich auch bewusst. Sonst würden die das nicht so systematisch durchführen. Mit den Missbrauchsfällen. Und andererseits haben die halt auch einfach keine Lobby. Weil wenn du in einem U17-Team spielst und sagst, yo, die Bedingungen hier passen mir aber gar nicht, dann kannst du halt gehen. Es gibt genug andere U17-Spielerinnen, die da nachrücken wollen. Es gibt genug andere, die da hungrig sind und die dann vielleicht genau dieselben Missbrauchsscheiße einfach schlucken, weil das ihr Traum ist. Und da hast du als Vereinsoffizieller so eine unfassbare Machtposition über die Spielerinnen. Und das so ekelhaft und systematisch auszunutzen, ist unfassbar. Ich hoffe, da bewegt sich was im amerikanischen Frauenfußball. Ich hoffe, wir sehen das auch in Europa ein bisschen als einen Weckruf. Um da vielleicht auch einfach nochmal einen extra Blick drauf zu werfen und drüber zu schauen, hey, ist das bei uns eigentlich okay? Sind die Systeme, die wir haben, die in solchen Fällen greifen, sind die wirksam?
Haben wir da kompetente Instanzen? Haben wir da vor allem auch unabhängige Instanzen? Weil wenn der Verein sich da am Ende selber untersucht, dann ist es wie wenn Bullen jemanden ermorden und danach kommt das Nachbarschaftspräsidium und sagt, du hast nichts falsch gemacht. Und sie müssen oder sie bekommen eine 6. Ja, das auch noch dazu. Also das System ist da ja nochmal ganz, ganz anders als hier. Hat seine Vor- und Nachteile. Hier ist es halt ein ganz klarer Nachteil, weil du den Spielerinnen dann halt einfach unfassbar Druck machen kannst. Ich bin in Rede. Ich meine, wir nehmen gerade Frauenfußball-News auf. Was willst du von mir? Wir können nachher noch ein bisschen quatschen. Hättest ein bisschen früher kommen müssen. Dann hätten wir noch. Aber gerade ist, also einerseits ist das eine Sache, da bin ich unfassbar leidenschaftlich, weil ich will das nicht sehen. Das hat keinen Platz im Sport, beziehungsweise es hat einen Platz, den es nicht haben sollte. Das ist das Ding. Weil es ist systemisch so tief drin in der Sache, dass das in richtig vielen Fällen, egal wie schwerwiegend das ist, nur sehr, sehr schwer rauszubekommen ist. Wir hatten ja auch vor ein paar Monaten erst, die Reportage hatten wir gemeinsam im Stream geschaut. Wir hatten vor ein paar Monaten erst die Reportage vom NDR, wo auch Spielerinnen, Bundesligaspielerinnen darüber geredet haben, dass es da auch Trainer und Ärzte, vor allem auch Ärzte, die ja dann nochmal, gerade auch für die Profispielerinnen, die zusätzlichen Vertrauenspersonen sein müssen, die du ja natürlich auch an deinen Körper ranlassen musst, damit die effektive Arbeit leisten können. Wo Spielerinnen gesagt haben, zu dem gehe ich nicht hin, weil der ist mir unangenehm und dann spiele ich lieber durch eine Verletzung durch, als mich behandeln zu lassen. Und wenn es zu sowas kommt, das ist ein absolutes No-Go. Aber das passiert. Und was passiert? Weißt du, in der Reportage hieß es dann, ja, der Trainer, unbenannter Trainer in der Frauenbundesliga übrigens, arbeitet jetzt nicht mehr beim Verein, der wurde entlassen, einvernehmlich. Und der Arzt ist auch nicht mehr da. Wer das ist, wissen wir nicht. Wer das ist, wissen vielleicht auch andere Vereine oder der DFB nicht. Der könnte überall anders arbeiten und genau dieselbe Scheiße woanders abziehen. Da gibt es keine, für den gibt es keine Folgen. Der hat seinen Job verloren, der geht vielleicht woanders hin, weil die Trennung war ja einvernehmlich, weil die Missbrauchssachen, ja, der Sexismus, der da an den Tag gelegt wurde, einfach nicht publiziert wurde. Der Mann kann einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Unterdessen haben die Spielerinnen teilweise lebenslange gesundheitliche Schäden, wenn die halt durch eine Verletzung einfach durchspielen, weil sie nicht zum Arzt gehen wollen, dann kann das halt auch einfach schlimmer werden. Das kann teilweise lebenslange gesundheitliche Folgen haben. Das kann Karriereende bedeuten. Und sowas ist einfach möglich. Sowas ist auch im deutschen Frauenfußball möglich. Und sowas sollte nicht möglich sein. Und da finde ich, musst du echt klare Kante zeigen, als Verband, als Verein. Und dann musst du auch dich dem aussetzen, dass halt mal Scheiße passiert. Und musst da auch selbstkritisch drangehen. Das Kernproblem, wie er die sagt, ist überall das Gleiche. Ja? Und übrigens, machen wir mal weiter, weil das war jetzt sehr, sehr lange über ein Thema. Machen wir mal weiter mit demselben Thema, nur woanders. Ah, in Sambia gibt es aktuell auch eine Untersuchung über Missbrauchsfälle im Frauenfußball. Falls ihr es nicht wisst, der sambische Frauenfußball ist momentan ein bisschen ein aufgehender Stern. Die haben sich für die WM nächstes Jahr qualifiziert. Da gibt es momentan echt krasse Begeisterung für den Frauenfußball. Das ist super cool zu sehen. Aber auch da ist es nicht missbrauchsfrei. Auch da gibt es Berichte von Spielerinnen. Even though they have not yet received any official complaints from team members, it took the decision to launch an inquiry. Also es gibt da keine offiziellen Sachen, weil natürlich kannst du nicht machen, wenn du dich da öffentlich hinstellst und sagst, yo, Scheiße passiert. Dann ist halt deine Karriere vorbei. Und deswegen machst du das anonym. Das ist es natürlich auch. Als Opfer kannst du darüber nicht reden, bis es keine Beweise gibt. Und deswegen ist es sehr gut, finde ich, vom sambischen Verein, dass es da jetzt tatsächlich eine Untersuchung gibt. Wenn ich davon die Ergebnisse sehe, auch das wird geteilt.
Sambia war scheduled to play. Die sollten auch an diesem Wochenende ein Spiel gegen die, ein Freundschaftsspiel gegen die niederländische Nationalelf spielen. Das wurde jetzt nicht deswegen abgesagt, das wurde aber abgesagt. Gründe waren Visa. Also, like, die haben einfach kein Visum bekommen. Obwohl da anscheinend Verband und Offizielle alle zusammengearbeitet haben, aber es war einfach nicht möglich. Sehr, sehr schade für die sambische Nationalmannschaft. Ich hoffe, wir sehen sie dann nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft in Australien. Freue mich drauf, weil ich finde es immer cool zu sehen, wenn ein Land so ein aufgehender Stern im Frauenfußballhimmel ist. Es erfüllt mein Herz, weil da ist einfach Begeisterung für den Sport dann da. Und es gibt so viel Potenzial, zu dem ich überall auf der Welt das ungenutzt bleibt. Und ich möchte dann natürlich ebenso, das ist ein anderer Aspekt von der Sache, ich möchte dann natürlich auch nicht, dass sich Spielerinnen entmutigt fühlen, weil das im Verband missbräuchliche Situationen bzw. Missbrauchsfälle gibt, die einfach nicht aufgeklärt werden. Ja. Also ich meine, damit machst du ja auch die, damit machst du den Frauenfußball ja auch nicht besser. Weil dann gehen halt auch eventuell einfach Spielerinnen und sagen dann spiele ich halt nicht, weil ich will mir das nicht antun. Ja. Gibt's auch oft genug, hört man natürlich nicht von, weil das sind nicht die hochprofilierten Spielerinnen, die daraus jetzt schon eine Karriere gemacht haben. Die sind davon anderweitig abhängig. Aber das sind ebenso Spielerinnen, die verloren gehen. Okay. Jetzt haben wir es mal aber wirklich mit dem Missbrauch. Jetzt gibt es wirklich nur noch ein paar News. Erstmal was tatsächlich Erfreuliches. Man mag es kaum glauben. Erfreuliche Nachrichten in dieser Woche. Es gab einen neuen Rekord in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Am ersten Spieltag waren 23.200 Fans im Wahlstadion. Es war ein Rekord. Aber auch nicht nur im Wahlstadion, sondern spieltagsübergreifend und über die ersten 2 Spieltage waren jetzt bereits mehr Fans im Stadion als in der gesamten Hinrunde der letzten Saison. Ich sag's nochmal, weil es ist wirklich ein bisschen, es ist wirklich ein bisschen Zucker, der so ein bisschen langsam auf der Zunge zerläuft. An den ersten 2 Spieltagen waren so viele Fans im Stadion wie in der gesamten Hinrunde der letzten Saison. Alle Spiele am zweiten Spieltag hatten eine vierstellige Besucheranzahl. Auch das ist nicht selbstverständlich. Wir haben teilweise in der letzten Saison im Ulrich-Haberland-Stadion, im Frank-Krämer-Stadion, im Ernst-Abbe-Sportfeld und in der Orsay-Arena, das waren so die, eigentlich alle außer Frankfurt und Potsdam, let's be real. Eigentlich alle außer Frankfurt und Potsdam hatten einen Zuschauerschnitt unter 1.000. Und jetzt sind auf einmal was auf einmal bei allen vierstellig. Hinterherhinken tun da, glaube ich, tatsächlich noch die Zebras aus Duisburg aktuell. Bei denen gab es, glaube ich, noch keine vierstellige Besucheranzahl. Kann sich auch noch ändern im Laufe der Saison. Die haben ja bereits den ersten Saisonsieg eingefahren am zweiten Spieltag. Aber das ist aber eine coole Meldung. Frauenfußball wächst. Unterdessen Verletzungssorgen bei Potsdam. Noemi Gentile, das wurde bestätigt, die hatte sich am zweiten Spieltag schwer verletzt und musste ausgewechselt werden. Es handelt sich dabei um einen Kreuzbandriss. Noemi Gentile, Neuzugang bei Turbine Potsdam, kam vom SC Sand, wurde direkt Kapitänin in der Mannschaft und ist jetzt nach dem zweiten Spieltag erstmal wahrscheinlich für den Rest der Saison, zumindest für den Rest der Hinrunde raus. Turbine Potsdam, I'm so sorry, that was not. Das war nicht, was ich sagen wollte. Turbine Potsdam kann keine Pause kriegen. Denn bereits einen Tag nachdem die News von Noemi Gentile kam, wurde bekannt gegeben, dass Uwe Rehr, Vizepräsident der Turbine, zurückgetreten ist. Das kommt jetzt natürlich, also einerseits in derselben Woche wie Noemi Gentile, die Nachricht. Andererseits auch, nachdem bereits in der Sommerpause Rolf Kutzmutz und Sofyan Chahed zurückgetreten waren, beziehungsweise sich vom Verein getrennt haben und nachdem ein Großteil der Stammspielerinnen der letzten Saison wechseln.
Ich habe keine Ahnung, was bei Turbine los ist. Ich weiß nicht, was bei denen falsch. Ich weiß nicht, was genau bei denen falsch läuft. Aber es ist gerade alles am Einbrechen. Es wäre. Ich habe darüber auch im Rasenfunk geredet. Ich fände es unfassbar schade, wenn die nicht mehr in der Liga wären. Ich möchte ihnen jetzt auch nicht den Aufstieg irgendwie, den Abstieg irgendwie ranreden, dass sie jetzt diese Saison absteigen. Was ich aber durchaus als unwahrscheinlich ansehe, ist, dass sie in dieser Saison mal sowieso, aber eventuell auch grundsätzlich in der nahen Zukunft zumindest, beziehungsweise auch in der mittelfernen und fernen Zukunft, wieder um die internationalen Plätze mitspielen werden. Ich glaube nicht, dass das bei Turbine Potsdam eine Sache ist, die passiert, die nochmal passieren wird. Eventuell war die Saison 2021-22 die letzte sportlich starke Saison in der Bundesliga von Turbine Potsdam. Und ich glaube, dass es so langsam kommt, ist ein bisschen an, dass wir das alle akzeptieren müssen. Die können vielleicht die Liga halten. Ich hoffe es so sehr, dass die die Liga halten können. Weil eine Frauenbundesliga ohne die Turbine wäre nicht dieselbe Frauenbundesliga. Ebenso wie eine Frauenbundesliga ohne den ersten FFC nicht dieselbe Liga ist. Aber die Turbine darf nicht gehen. Und aktuell sieht es allerdings so aus, als würde die Turbine zumindest auf ein paar sehr schwierige Jahre hinausblicken, sportlich. Wie auch intern. Ich hoffe, dass sich da irgendwann vielleicht nochmal die Wogen glätten können, aber ich glaube nicht. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen pessimistisch und mich würde es so sehr freuen, wenn ich falsch läge. Aber ich glaube nicht, dass die Turbine nochmal zu alter Stärke zurückkommen wird. Eventuell war die letzte Saison wirklich die allerletzte Saison, in der die um die Champions League Plätze mitspielen. Was auch sehr gut illustriert wurde durch den vergangenen Spieltag, über den müssen wir auch noch kurz reden. Wirklich kurz, weil wenn ihr darüber länger reden wollt oder länger zuhören wollt, wie darüber geredet wird, ich war wieder im Rasenfunk gestern. Am Montag war die Aufnahme und gestern am Montag kam auch die Folge. Wir haben über alle Spiele geredet. Die Folgen werden immer länger, Leute. Die erste Folge, der erste Kurzpass zur Frauenbundesliga war noch 1:19 und da war noch ein Interview mit Laura Feiersinger mit dabei. Diesmal kein Interview, weil Max keinen Interviewpartner bekommen konnte. Leider, hoffentlich glätten sich auch da die Wogen in nächster Zeit. Mal schauen. Trotzdem waren wir über 1,5 Stunden. Es hörte einfach nicht auf. Also auf jeden Fall Hörempfehlung, Rasenfunk, Kurzpassfolge 231 über den dritten Spieltag der Frauen-Bundesliga. Deswegen reden wir hier jetzt nur kurz drüber. Für die, die es nicht gesehen haben, Highlight-Videos im Frauen-BL-Subreddit, auf dem Magenta-Sport-YouTube-Kanal. Ihr findet das schon. Am Freitag hat Wolfsburg Leverkusen komplette Klatsche gegeben. Jetzt hat Max ja auch die Statistiken gefunden, ja? Ne, das geht, die Korrelation ist direkt. Da kam dann noch einiges dazu. Aber auch so hätten wir, glaube ich, richtig lange darüber reden können. Also auch ohne die Statistiken wäre das, glaube ich, eine etwas längere Folge geworden. Man kann mich halt auch einfach, also ich meine, dieses Format ist Proof dafür. Man kann mich halt auch einfach irgendwo hinsetzen und mir sagen, red mal ein bisschen über Frauenfußball und das ist mindestens eine halbe Stunde. Dementsprechend, bei mir hört es nicht auf. Bei mir hört es nicht auf. Der VfL Wolfsburg hat am Freitag Leverkusen auseinandergenommen. Key to Success war da die Einwechslung. Meine Stimme ist gerade komplett in der Pubertät, I'm so sorry. Key to Success war da die Einwechslung von Svenne-Lisanne Jonsdottir und Alex Popp. In der 60. Spielminute. Die haben das Spiel nochmal komplett auf Laura den Kopf Freigang gestellt. positioniert sich. Laura Freigang bearbeitet Themen. Jo, danke fürs Folgen. Warte. danke fürs Folgen, Bubble Charms. Hi. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du hast einen guten Tag. Jons dort hier, zwei Tore, eine Vorlage in etwas unter einer halben Stunde. Insane. Poppy war auch da, der Rest von Wolfsburg war auch da und ganz ehrlich, sie hätten es auch ohne Jons dort hier gewonnen. Aber das war echt nochmal krass, wie sehr da die
Qualität nochmal von der Bank angehoben wurde, wirklich. Das kann auch nicht jeder Bundesliga-Verein von sich sagen. Am Samstag, und das ist das absolute Highlightspiel dieses Spieltages gewesen, ich sage es, wie es ist. Ich fand, es war bisher das beste Spiel der Saison. Der erste FC Köln traf auf den ersten FFC Turbine Potsdam, ging in der 9. Minute in Führung, dann kamen innerhalb von 2 Minuten 2 Tore der Turbine. In der 44. Minute hat dann Vanessa Fischer, die Keeperin der Turbine, rot gesehen, weil sie Svenja, nicht Svenja, Mandy Islacker, vor dem Tor regelwidrig gestoppt hat. Also rot gesehen, Elfmeter, Bundesliga-Debüt für Potsdams zweite Keeperin Jill Frese, die noch keine einzige Bundesliga-Minute gespielt hat und eigentlich auch nur in der zweiten Mannschaft spielen soll. Es fängt an zu regnen. Jill Frese hält den Elfmeter. Dann ist Pause. Es hört auf zu regnen. Und in der zweiten Hälfte kriegt Potsdam nochmal 3 Tore rein. Das war wirklich ein Wahnsinnsspiel. Also, wenn ihr Magenta-Sport habt und das Spiel nicht gesehen habt, guckt euch das Replay an. Guckt euch mindestens die Highlights an, auch wenn die Highlight-Videos von Magenta-Sport immer so mal so, mal so sind. Aber, also, puh. Da ist wirklich alles passiert in dem Spiel. Und ich hatte das gestern im Rasenfunk auch schon gesagt, deswegen mache ich es hier auch nur noch mal kurz. Ich finde, das passt auch sehr gut in so ein größeres Narrativ. Weil der erste FC Köln ist ein Abteilungsverein, letzte Saison aufgestiegen, diese Saison bereits stabiles oberes Mittelfeld, macht in so einem historischen, chaotischen Spiel noch einen Sieg aus einer Niederlage gegen Turbine Potsdam, die in der letzten Saison noch um die Champions League mitgespielt haben und das einer der letzten reinen Frauenfußballvereine in der Bundesliga mittlerweile um den Abstieg spielen. Also ich finde, das Spiel ist wirklich symptomatisch für alles, was aktuell in der Bundesliga passiert. Sportlich. Sportlich. Dementsprechend, also ganz ehrlich, ich finde, das Spiel hat eine historische Bedeutung. Und wir können darüber gerne nochmal in ein paar Jahren reden, ob das dann tatsächlich zugetroffen ist. Vielleicht ist bis dahin Turbine Potsdam nochmal Meister geworden oder so. Kann vorkommen. Aber, also was das für ein Spiel war. Die Sonntagsspiele konnten dann in dem Vergleich, waren halt Sonntagsspiele noch, ne? Meppen gewinnt gegen Hoffenheim. In der ersten Hälfte ist nicht viel passiert. In der zweiten Hälfte gab es dann einen Elfmeter für Hoffenheim, der verschossen wurde. Dann noch ein schönes Tor aus dem Spiel raus. Dann noch ein Elfmeter für Hoffenheim. Wegen einem Foul, das keins war. Also ihr könnt euch auch da gerne nochmal die Highlights anschauen. Ja, das Memeti, glaube ich, ist da im Strafraum hingefallen, ohne von der Gegenspielerin berührt zu werden. Wurde gepfiffen. Schiedsrichterin zeigte auf den Punkt. Ja. Naja. War ein bisschen zähes Spiel. Potsdam allerdings damit, jetzt, ihr seht es an der Seite hier, die ersten Punkte der Saison eingefahren, die hatten bisher einen relativ schwierigen Einstand. Parallel dazu spielte Frankfurt gegen Bremen. Auch hier sehr, sehr solides Spiel von Frankfurt. Kurze Schwächephase in der zweiten Hälfte. Was dann auch zu einem Gegentor von direktes Eckentor von Nina Lürsen. So mögen es die einen benennen. Sophia Kleinherne war noch dran. Aber insgesamt verdienter Sieg für Eintracht Frankfurt, die mit diesem Spiel am Brentanobad ihr Heimspieldebüt gegeben haben in dieser Saison, weil bisher spielten sie im Waldstadion. Auswärtssieg war das. Die Nachmittagspartien waren, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe alle Spiele gesehen, bis auf das Freiburg-Spiel. Das war ja echt nochmal ein Torfestival. 5:2 ging das aus für Freiburg. Da kann ich euch jetzt nicht wirklich eine Zusammenfassung geben, weil, wie gesagt, das Spiel habe ich nicht gesehen. Duisburg verliert gegen Bayern München, nachdem Bayern München absoluten Blitzstart hingelegt haben. Allein in den ersten 10 Minuten gab es, glaube ich, 5 Torchancen.
Für die Bayern, was sie dann auch vergoldet haben mit einem Tor von Linda Dahlmann. Die schoss dann auch noch das zweite Tor in der 25. Minute. Danach gab es ein bisschen eine Schwächephase der Bayern. Da muss man dann allerdings auch daran erinnern, dass die bereits am Donnerstag gegen Real Sociedad in der Champions League-Qualifikation spielen. Über die Champions League reden wir auch gleich noch. In der zweiten Hälfte kamen dann Lea Schüller und Franziska Kett und Lea Schüller hat das Spiel dann auch noch mal ein bisschen rumgerissen. Beziehungsweise Franziska Kett hat auch eine super Leistung abgeliefert. Also, das war wirklich eigentlich ein grundsolides Spiel von den Bayern. Allerdings mit ein bisschen Schwächephase zwischendrin. Linda Daimann meinte im Nachhinein noch am Magenta-Sport-Mikrofon, da waren die Beine einfach ein bisschen müde. Alex Strauß hat das natürlich nicht gefallen, dem Bayern-Trainer. Aber naja. MSV, solche Loser-Lecke, was erwartest du in einem Spiel gegen Bayern München? Honestly. Die haben gegen Potsdam schon 3-0 gewonnen. Also es ist nicht so, als wäre der MSV Duisburg ein schlechtes Team. Die haben durchaus Potenzial und die wollen natürlich auch die Liga halten und haben auch durchaus Geschichte in der Frauenbundesliga. Damit haben wir jetzt echt kurz den Spieltag abgehandelt. Wir müssen noch weitermachen. Noch einmal kurz die Hörempfehlung. Ich war im Rasenfunk. Fand Duisburg hat das echt gut gemacht. Honestly, zwischendrin war durchaus auch mal ein bisschen Druckphase von Duisburg da. Natürlich auch noch, was Bayern zugelassen hat. Ich finde, die sind kein schlechtes Team. Wie gesagt, die haben ja bereits ihren ersten Saisonsieg eingesammelt gegen Potsdam. Also ich meine, auch Nico Schneck meinte da im Nachhinein auch nochmal am Magenta Sport Mikrofon, es ist halt der FC Bayern. So, was willst du machen, letztendlich? Da gibt's nicht viel. Hörempfehlung Podcast, wenn ihr noch mehr Spieltagsbesprechung haben wollt. Da ist der Rasenfunk. Da ist der Rasenfunk. Da geht es wirklich nochmal 1,5 Stunden um alle Spiele. Auch nochmal ein bisschen tiefgehender und auch noch vor allem ein bisschen tiefgehender um das Freiburg-Spiel. Ich glaube, das hat nur Max aber ganz gesehen. Das Achtelfinale des DFB-Pokals wurde zeitgenau angesetzt. Die Partien wurden ja bereits vor einer Weile bekannt gegeben. Ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Folge Freigang für Laura besprochen. Jetzt haben wir eine zeitgenaue Ansetzung. Zwei Spiele werden auf Sky übertragen. Ich glaube, kein Spiel läuft im Free TV, was ich immer noch komisch finde, aber I mean. Wenn ihr Sky habt, dann könnt ihr jetzt auch den DFB-Pokal schauen. RB Leipzig gegen Eintracht Frau Ge Eintracht Frau RB Leipzig macht den Auftakt gegen Eintracht Frankfurt am 19.11. um 12 Uhr in Leipzig. Es ist ein Spiel, das auf Sky übertragen wird. Um 14:30 Uhr am selben Tag spielt dann der MSV Duisburg gegen Bayern München. Das ist das andere Spiel, das auf Sky übertragen wird. Und hier finde ich ganz ehrlich, Sky hat mal wieder nur nach Namen ausgesucht. Also, finde ich ein bisschen blöd. Weil, dass die Bayern auch wieder haushoch gegen Duisburg gewinnen werden, auch im DFB-Pokal-Achtelfinale. Ich meine, ich möchte jetzt nicht heraufbeschwören, aber ich würde schon nicht davon ausgehen. Also, es wäre eine große Überraschung, wenn Duisburg gewinnen würde, sagen wir es mal so. Da gibt es durchaus auch spannendere Spiele. Hoffenheim gegen Leverkusen. Freiburg gegen Meppen. Potsdam gegen Köln, das wären alles Spiele, die ich mir lieber anschauen würde. Ich persönlich als Fan des Frauenfußballs. Aber der FC Bayern ist natürlich ein Verein, der als Marke durchaus zieht, ebenso wie Eintracht Frankfurt. Deswegen sind das wahrscheinlich auch die beiden Spiele, die übertragen werden. Ich werde versuchen, an dem Tag in Leipzig im Stadion zu sein. Mal gucken, ob ich es schaffe. Der Kader für das Länderspiel gegen Frankreich am Freitag um 20:30 Uhr in Dresden wurde bekannt gegeben. Ann-Kathrin Berger ist wieder dabei. Willkommen zurück! Da gab es ja vor relativ kurzer Zeit erst eine Krebsdiagnose. Ich glaube, das ist mittlerweile tatsächlich wieder rückläufig. Ich glaube, ihr geht es wieder gut. Ich hoffe, ihr geht es wieder gut. Ursprünglich war in dem Kader auch noch Laura Freigang mit drin, die wird jetzt aber aufgrund ihrer Schulterverletzung weiterhin geschont.
Sjoerke Nüsken ist dabei. Die war ja nicht beim im die war ja nur im erweiterten EM-Kader. Ist jetzt allerdings gegen Frankreich im Kader, der mitfährt, mit dabei. Und Stina Johannes ist dabei. Die macht 3 Spiele für Frankfurt und MVT nominiert sie direkt fürs Nationalteam. Hallo? Also ein paar kleinere Überraschungen im Kader. Ansonsten, glaube ich, Marina Hegering ist nicht dabei, sehe ich gerade so. Stina war schon mal nominiert. Okay, das wusste ich dann nicht. Schön, also freut mich für sie. Ich habe von ihr halt relativ wenig gesehen. Ich meine, sie war ja auch lange Zeit verletzungsgeplagt. Dementsprechend habe ich das vielleicht auch einfach nicht mitbekommen. Am Freitag um 20:30 Uhr in Dresden im Stadion. Die ist nicht das Stadion der Freundschaft, gell? In Dresden im Stadion, ihr findet die Tickets. 21.000 davon sind schon verkauft. Warte mal, gab es hier? Na gut, also seit 2013 dürfte es dann wohl das bestbesuchteste Spiel der Frauennationalmannschaft sein. Können wir jetzt natürlich auch eine Debatte darüber führen, warum die Frauennationalmannschaft so viel mehr Zuspruch bekommt als die Frauenbundesliga? Liegt vielleicht auch daran, dass die Frauenbundesliga nur 12 Vereine hat. Aber ist natürlich trotzdem cool. Das Spiel wird live in der ARD, glaube ich, übertragen. Wir werden es natürlich auch hier im Stream auf https://twitch.tv/dxcibel schauen. Link in den Shownotes. Und es dürfte ein sehr spannendes Spiel werden. Frankreich ist kein einfacher Gegner. Des Weiteren. Bringt euren eigenen Stream mit. Das ist richtig. Gibt hier keine, ich habe keine Bildrechte an der Sache. Und ich habe schon Copyright Strike bekommen. Die YouTube-ZuschauerInnen haben das nicht mitbekommen, aber auf Twitch ist gerade richtig wilde Gaudi. Die Champions League Gruppenphase wurde ausgelost. Da gibt es einige spannende Gruppen und es gibt Gruppe B. In Gruppe A sind Chelsea, PSG, Real Madrid und Villarreal. PSG hat dabei momentan auch in der Liga, glaube ich, einige Schwierigkeiten. Das heißt, die sind tatsächlich ein bisschen schwächer zu bewerten als in der letzten Saison. Trotzdem ist eine Gruppe mit Chelsea, PSG und Real Madrid eine absolute Bombengruppe. Muss man auch mal sagen, die Spiele werden alle live übertragen auf dem DAZN UWCL YouTube-Kanal. Also wenn ihr Interesse an der Frauen Champions League habt, die könnt ihr euch alle anschauen. Die Spiele mit deutscher Beteiligung werden wir auch auf jeden Fall im Stream schauen. Eventuell noch einige andere Spiele. Ich meine, wenn die an einem Tag spielen und, wir Zeit haben, dann werden wir das natürlich alles gemeinsam schauen. Ich werde es mir sowieso anschauen, deswegen so ist das. Gruppe B ist die Gruppe der Wolf-Vereine. Mit Wolfsburg, SKN St. Pölten, AS Roma und dann fällt natürlich Slavia Prag ein bisschen raus. Hier ist ein kleiner Fun-Fact, den ich letztens über den Frauen-Bundesliga-Discord lernen durfte. Nicht nur hat der VfL Wolfsburg eine sportliche Kooperation mit den Chicago Red Stars, sondern tatsächlich auch schon länger eine sportliche Kooperation mit dem SKN St. Pölten. Das hauptsächlich bei den Männern anscheinend, aber auch die Frauen sollen da irgendwie mit dabei sein. Dementsprechend treffen hier 2 Vereine aufeinander, die zumindest auch außerhalb dieses Wettbewerbs miteinander zu tun haben. Das ist ja ein relativ interessanter Funfact, finde ich. Und die haben beide Wölfe im Logo, also passt alles zusammen. Einmal fix hydriert bleiben. Und dann kommen wir zur Gruppe C. Und da sind Olympique Lyon, Arsenal, Juventus und der FC Zürich. Hallo? Also mit Olympique Lyon sind dann natürlich einmal die Siegerinnen der letzten Saison in der UWCL mit dabei. Arsenal und Juventus waren auch bereits in der letzten Saison 2 Teams.
die mit denen zu rechnen war, also mit denen zumindest zu rechnen war. Die haben es jetzt nicht sonderlich weit im Turnierbaum geschafft, aber war trotzdem schon ordentlich und ja, der FC Zürich ist auch dabei. Zürich, tut mir leid. Ich glaube, ich habe auch schon Kommentare von einem Zürich-Fan gesehen, der meinte, ja, cool, dass wir es in die Champions League geschafft haben. Schade, dass das die Gruppe ist, aber so kriegen wir zumindest ein paar coole Spiele ins Stadion. Ich glaube, so musst du da als Zürich-Fan auch einfach rangehen. Ich glaube, alles andere wäre unrealistisch. Der FC Zürich ja unter anderem mit Verbindung nach Meppen. In der Sommerpause wechselte Lydia Andrade von dort zum SV Meppen. Muss sie jetzt natürlich auch schauen, was ihr dann letztendlich entgeht, weil ich meine, Spiele gegen Lyon, Arsenal und Juventus. Ich möchte jetzt Meppen die Champions League nicht andichten. Wäre natürlich unfassbar lustig. Also ganz ehrlich, ich fände es cool, aber ich glaube, das ist sportlich nicht machbar. Dementsprechend sind die Gegner für Lydia Andrade dann diese Saison doch etwas anderes Kaliber. Ich meine, Champions League-Teilnehmer hast du trotzdem. Denn es haben natürlich auch wieder zwei deutsche Teams es in die Gruppenphase geschafft. Es hätten drei sein können. Eintracht Frankfurt ist ja leider ausgeschieden. In der Gruppe D haben wir noch Barca, Bayern, Rosengård und Benfica Lissabon. Und damit haben wir dann alle Gruppen der Champions League durch. Auch die Gruppe D ist wieder eine unfassbar spannende. Barca, natürlich ohne Alexia Putellas und mit ein bisschen Rumoren um das spanische Nationalteam herum. Aber das betrifft ja den Vereinsfußball jetzt erstmal nicht direkt. Bis auf die Sache mit Putellas. Dementsprechend immer noch ein sehr, sehr starkes Team. Sie haben es. Sie waren in der letzten Saison komplett ungeschlagen, bis sie in Wolfsburg auf den VfL Wolfsburg trafen. Das war deren erste Saisonniederlage. Und dann ging es im Champions League-Finale gegen Olympique Lyon noch weiter. Da war es eine 2:3-Niederlage. Ist ein Team, mit dem man rechnen muss. Der FC Bayern natürlich ebenso. Rosengård und Benfica kann ich jetzt nicht so einschätzen. Da werden wir einfach sehen müssen, was passiert. Aber es sind ja immerhin auch zwei wohlklingende Namen. Der letztere ja natürlich auch im Männerfußball. Zu guter Letzt auch nochmal positive Nachrichten. Die UEFA hat einen Mini-Report über die Euro 2022 herausgebracht. Insgesamt sind knapp 600.000 Leute zu den Spielen gekommen, darunter 110.000 Internationale aus 104 verschiedenen Ländern. Im Finale waren 87.000 Leute da. Average Match Attendance war 18.544. Ist auch ordentlich. Wünscht man sich in jeder Frauenliga, glaube ich. Also da kommt keine Liga im Frauenfußball, glaube ich, auch international nicht ran. Die Frauenbundesliga natürlich erst recht nicht. Und auch die WSL ist nicht so gut besucht. 289% mehr höhere Media Rights Values, was wir ja bereits letzte Woche mitbekommen haben, als ich die Frauen-Bundesliga gestreamt habe und mir Sky Mexico ein Copyright-Claim reingehauen hat. So ist das. 84% der ZuschauerInnen sagten, dass das Turnier ihre Wahrnehmung des Frauenfußballs verbessert hat. Was wir ja jetzt auch ein bisschen nachhaltig letztendlich sehen. Ja, Sky Mexico, frag mich nicht. Ich mache die Copyright-Claims nicht, ich bekomme sie nur. 88% der ZuschauerInnen werden wahrscheinlich in der Zukunft weitere professionelle, internationale oder nationale Frauenfußball-Events im Fernsehen schauen. Sehen wir jetzt daran, wie gut die Frauennationalmannschaft angenommen wurde, ne? 21.000 Tickets für ein Freundschaftsspiel in Dresden. Wünsche mir, dass das auch noch ein bisschen mehr in der Liga ankommt, aber man kann nicht alles haben. 416.000 neue Möglichkeiten für englische Frauen und Mädchen in Schulen, Clubs und grundsätzlichen Gemeinschaften geschaffen. Also der Frauenfußball wird dann natürlich auch auf Seiten der Spielerinnen in England nachhaltig gefördert.
Mehr als die Hälfte der lokalen AnwohnerInnen fühlten sich inspiriert, mehr Sport und generell physische Aktivität als Folge der Frauen-Euros auszuüben. Economic Impact, bla bla bla, die haben Geld verdient. 74% der AnwohnerInnen haben das Gefühl, dass ihre lokale Community näher, enger zusammengerückt ist, was ja auch eine sehr coole Sache ist. 84% haben berichtet, dass ihre Selbstbewusstsein und so Selbstliebefaktoren irgendwie auch in die Höhe gegangen sind. Ist natürlich ein bisschen auch eine Euphorie in England, weil die den Titel gewonnen haben, muss man ja auch nochmal ganz klar sagen. In Deutschland ist es da vielleicht nicht so krass, aber auch hier wird es ja wahrscheinlich ein bisschen einen Effekt gehabt haben. Insgesamt 365 Millionen ZuschauerInnen über 195 Territorien verteilt. 453 Millionen kumulative Interaktionen auf sozialen Medien. Am wichtigsten waren der TikTok und Twitter. Also insgesamt, die Euros waren ein Erfolg. Ich glaube, da erzählt uns die UEFA nichts Neues. Aber, naja. Ist doch immerhin eine schöne Note, um hier rauszugehen und nochmal ein bisschen, nachdem wir am Anfang erstmal eine halbe Stunde Krisensitzung über Missbrauch im Fußball hatten, um hier nochmal ein bisschen runterzukommen und zu betrachten, was der Fußball denn auch alles für positive Effekte haben kann. Weil die sind ja letztendlich auch nicht zu vernachlässigen. Wir machen das ja auch alles nicht für rein gar nichts. Das kommt noch dazu, das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Können wir auch noch mal kurz drüber reden. Persönlicher Erfolg für Alex Popp, die als Spielerin des Jahres von der BBC nominiert wurde. Ihre Konkurrentin, das ist jetzt natürlich auch live mit drin, ne? Ihre Konkurrentin sind Sam Curry, Beth Mead, Alexia Putellas und Wendy Renard. Also das ist ja wirklich beste Gesellschaft für Alex Popp. Wünsche ihr natürlich das Beste. Habt natürlich auch gerade schon für sie abgestimmt. In dem Sinne, vielen Dank an alle auf YouTube fürs Zuschauen. Und wir machen jetzt gleich im Stream nochmal ein bisschen weiter mit ein bisschen Gedaddel. Was ein Brett. Wenn ihr es wirklich bis hierhin geschafft habt und nicht einfach nur durchgeskippt habt bis zum Ende, dann Chapeau. Denkt dran, genug Wasser zu trinken. Und der ganze Interaction-Shit, den ich auch noch am Ende machen muss, ihr wisst schon. Bye bye.